Hallo, heute backe ich mit dir weihnachtliche Brownies und zwar Spekulatius-Brownies. Für den Brownie-Teig brauchst du folgende Zutaten: 185 Gramm Butter, 150 Gramm Zartbitterkonfitüre, 225 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillesirup, 100 Gramm Schokoschanks Zartbitter, 3 Eier, einen halben Teelöffel Salz, 150 Gramm Mehl und 20 Gramm Kakao. Ich habe die Butter und die Zartbitterschokolade schon zusammen in einen Topf getan, denn die müssen wir jetzt als erstes auf dem Herd schmelzen. Und danach geht es dann mit den anderen Zutaten weiter. Die Butter und die Zartbitterschokolade habe ich jetzt schon mal in eine Rührschüssel gefüllt, habe die ca. 10 Minuten einfach an der Seite mal stehen lassen, damit die Schokolade und die Butter nicht mehr allzu heiß ist. Denn gleich kommen Eier hinzu und wenn das noch zu heiß wäre, würden die stocken. Deshalb lasse ich jetzt die Küchenmaschine auch einfach mal circa 2 Minuten verrühren, damit die Temperatur noch mal etwas runtergeht. Jetzt gebe ich Zucker, Vanillesirup und die Eier hinzu und lasse das für circa 3 Minuten unterrühren. Und jetzt kommen noch alle restlichen Zutaten hinzu und die werden nur ganz kurz untergerührt, also so circa 1 bis 2 Minütchen. Bevor der Teig jetzt gleich in eine Springform kommt, gehe ich nochmal überall mit einem Teigschaber am Rand entlang. Ich backe die Spekulatius-Brownies heute in einer runden Springform mit einem Durchmesser von 26 cm, denn ich möchte die Brownies nachher in dünne Kuchenstücke einfach aufschneiden. Aber natürlich kannst du auch eine eckige Springform dafür nutzen. Die Springform habe ich mir auch mit Backpapier ausgelegt, das reicht. Gleich kommen noch die Spekulatius zum Einsatz, aber erst müssen wir mal knapp die Hälfte des Teiges in die Springform füllen. Ich habe mir jetzt hier ca. 100 Gramm Spekulatius zur Seite gestellt und werde die jetzt hier auf dem Teig verteilen. Und jetzt verteile ich noch den restlichen Teig vorsichtig über die Spekulatius. Jetzt kommen noch die restlichen Spekulatius drüber, aber die lege ich nicht wie in der Mitte drauf, sondern zerbrösel die einfach etwas. Und jetzt müssen die Spekulatius-Brownies nur noch gebacken werden. Dafür habe ich den Backofen schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und werde die Brownies jetzt für ca. 25 Minuten in den Backofen hineingeben. Unser schokoladiger Weihnachtstraum kam gerade aus dem Backofen. Ich lasse ihn jetzt in der Springform komplett abkühlen, damit der Brownie nicht auseinanderfällt, wenn ich den gleich anschneide. Das Rezept zu dem Spekulatius-Brownie findest du auch unten in der Infobox. Wenn du da draufklickst, kommst du direkt zu meinem Blog. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.